Willkommen zurück zu Let's Play Fable Lost Chapters und jetzt geht's in den Kampf. Das ist doch kein Belverine. Ich habe gedacht, okay, dann kommt der eben noch. Aber dann kriegen wir jetzt gegen diesen Werwolf. Ach ja, hast du ihn in Visier oder mich? Komm, zeig mal, was du drauf hast. Der macht gar nichts. Für was habe ich den dann? Guck mal, der schlägt daneben. Ich glaube, ich kill den einfach und hole mir dem sein Schwert, wenn es geht. Keine Ahnung, ob das wieder will. Ich will dem sein Schwert haben. Das ist... Boah. Ach, ja, ich hab's vergessen zu googeln, wie ich dieses Schwert kriege in diesem Berg. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken gerade. Was war das für ein Geräusch? Im Ernst? Es springt der immer hoch, ich glaub's nicht. Ich sehe den nicht mal. Mal gucken, wann ich den sehe. Versucht euren Kampf. Okay, ich sehe ihn gar nicht, wenn er runterkommt. Der ist dann einfach nur irgendwie komisch da. Okay. Komm. Jetzt. Der Tod. Dankeschön. Das macht mir echt Angst. Wie das... Oh Gott. Das ist doch kein Berberine. Vor allem kein Weißer. Das ist doch ein Werwolf. Einfach nur... Kann ich verarschen? Ich folge. Geht ja nicht voll. Was machen die denn da? Oh je. Warum bitte schlägt er das Tor? Verstehe ich nicht. Verstehe ich kein bisschen. Ihr seid ein echt guter Anführer. Ja. Kommt jetzt noch so ein Vieh? Ernsthaft? Ey. Boah. Kann ich den verschlagen? Nö, kann ich nicht. Oh Gott, ich hab... Warum kommen diese dummen Werwölfe gerade immer? Oh nein. Ich weiß, es kommt diese dieses komische Dü und dann kommen die. Komm her. Komm her, Werwolf. Ich hab euch im Visier. Komm, stirb endlich, bitteschön. Bitte. Dankeschön. Jetzt. Ah, okay. Dann hat es doch zur Quest gehört, aber das war noch keine Berberine, oder? Ich nehme an, es ist jetzt sicher genug, um euch hereinzulassen. Beeilt euch, da draußen könnten noch mehr sein. Okay, es waren doch Berberine, aber das waren noch keine Weißen. Uns wurde doch weißer Berberine gesagt. Und außerdem, okay, Berberine sind Werwölfe, alles klar. Da ist Fässer. Verdammte Berberine, in all den Jahren als Anführer ist mir sowas nicht untergekommen. Wir hätten vielleicht eine Chance gehabt, aber diese Biester gehorchen einem weißen Belverine. Oh, okay, da ist schon. Er stampft in unser Dorf und tötet, was er will. Jetzt höre ich was. Er scheint die Lagerhäuser anzugreifen am Fuß dieses Hügels. Wow. So würde ich gern aussehen. Ich muss hier hin, ne? Yep. Ich hab euch im Visier. Oh Gott, das wird echt lustig. Warum 1 von 10? Muss ich den 10-mal treffen? Ja, muss ich anscheinend. Okay. Oben rechts. Die Anzeige. Ich hab sie im Deck. Ich stirb schon. Und jetzt? Geht voran. Verstehe ich nicht. Verstehe ich ganz und gar nicht. Die Anzeige ist vorbei und trotzdem. Okay, verstehe ich nicht. Einfach drauf weiter rumkloppen. Kein Problem. Oh, oh, oh. Ich hab euch im Visier. Er holt ab. Nein, du rufst keine. Und jetzt? Die Haut dieses Viehs ist zu stark, selbst für euch. Es gab einmal einen großen Jäger in Nordhole Glade. Er starb im Kampf gegen den letzten weißen Belverine. Seine Frau lebt immer noch in einem dieser Häuser oben auf dem Hügel. Falls jemand weiß, wie man das verdammte Ding verletzen kann, dann sie. Okay. Okay. Hügel hoch, ja. Das hat es erklärt, warum da 1 von 10 stand. Das ist doch keine Frau. Das ist Robin Hood. Warte. Das ist doch keine Frau. Der Held ist mutig. Der Held hat Biss. Doch ich sing nur für Gold. Oh Gott. Nein. Dabei verliert... Wo ist denn dann die Frau? Ist die hier irgendwo? Ich hab gedacht, die wäre hier oben. Oh Gott, okay, ich glaube, ich entlasse den gleich. Nee, ich will den umbringen.
Ich will ihn nachher umbringen. Tue ich nachher aus dem Dorf locken, dann bringe ich ihn schnell um und dann mein Schwert, wenn es gut läuft. Oder soll ich den schnell hier umbringen? Eine Kiste! Und Kettenpanzerstiefel. Mal gucken. Gegenstände. Ich werde es nie lernen, dass es nicht bei Gegenständen drin ist. Füße, Kettenpanzerstiefel. Ne. Gemeinsam besiegen wir das Böse in Albion. Ja, genau. Wir machen das gemeinsam. Oh. Nichts Interessantes, schade. Wo ist denn die Frau? Bin ich zu dumm, um die zu... Oh Gott, ist sie schon wieder da. Natürlich ist er hier. Oh Gott, geht es auf Zeit, oder wie? Oh. Okay, dann muss ich ihn 10-mal wieder schauen. Komm schon. Komm. Jetzt hau ich wieder ab. Jetzt gleich. Jetzt hau ich wieder ab. Ich folge. Okay, gut. Wo ist denn jetzt... Ist die doch jetzt hier? Okay. Das verdammte Ding hat nur auf euch gewartet. Woher wusste es bloß, wohin wir wollten? Oh mein Gott. Er war wieder hier. Stimmt's? Lisa Simpson? Ich will ihm nicht wehtun. Aber dieses Mal ist er zu weit gegangen. Wovon zum Teufel redet ihr da? Das ist bestimmt ihr Mann. Von dem weißen Belverine. Er ist mein Ehemann. Jedenfalls war er das mal. Er wurde von dem Belverine gebissen und hat sich langsam in die Kreatur verwandelt, die er so lange gejagt hatte. Ich wusste es. Eine Zeit lang hatte er sich unter Kontrolle, aber jetzt ist alles, was von meinem Mann noch übrig blieb, tot. Das ist das Stadthorn. Er greift anscheinend wieder an. Mein Mann benutzte Silberwaffen, um den letzten weißen Belverine zu jagen. Bitte nehmt das. Erlöst ihn. Alles klar. Silberverstärkung. Oh, ich habe aber keine Waffe, wo ich das reinmachen kann, glaube ich. Inventar, Waffen. Doch. Okay. Verstärken, Silberverstärkung. Ich wollte eigentlich erst lesen. Okay, dann lesen wir das nicht. Wo ist er denn jetzt? Ah, da unten. Der blinkt ja auf der Karte. Komm her, du. Komm her. Zum Kampf bereit machen. Jo. Komm her. Und jetzt? Stirbt jetzt? Also theoretisch ist, das... Der Belverine wird uns wohl nicht nochmal so schnell angreifen. Ich habe ihn nicht getötet. Wir haben ihn verjagt. Wir können ihn verletzen und töten. Man sagt, er lebt am Witchwoodsee. Bringt mir sein Fell, dann belohne ich euch. Muss ich ja noch denn sein Fell oder auch? Wir können nicht ewig hier rumstehen. Es gibt Leute zu retten. Ja. Ihr seid ein echt guter Anführer. Ja, ich bring dich gleich um. nee, wir gucken nachher, was das Tor von uns will. Wir machen uns erstmal schnell die Quest. Quest. Witchwood sie. Das sind ja schon. Sie. Genau, sie. Sie. Ich auch komisch, erst Englisch und dann Deutsch. Naja. Wow. Blutet der? Nee, was macht denn der da im Wasser? Badet. Cool. Komm her. Jetzt kann ich hier runter, ne? Ja. Nee, kann ich nicht. Oh, da muss ich doch außen rumlaufen. Okay, hat eine Lebensanzeige, das finde ich gut. Was jetzt? Ruft er jetzt seine... Oh, ich wusste es. Die sind aber schon nicht schlecht aus, irgendwie. Irgendwie würde ich gern so aussehen. Ich glaube, schon lustig, so zu kämpfen. Dem. Aua. Oh Gott.
so viele von diesen Viechern. Ich verteidige mich doch, aber ja. Hoffentlich stirbt mein Mann oder fast. Also nicht mein Mann, also nicht Ehemann. Halt, hier, Spiel. Tipp. Ihr wisst schon, was ich mache. Du bist tot? Gut. Aua, ich stirb fast. Kann ich bitte leben? Leben? Dankeschön. Stirb. Und die Kiste habe ich schon. Der ist fast tot. Oh mein Gott, sind hier viele. Die ganz kleinen Viecher nerven total. Oh, oh, oh. Oh Gott. Schlimm. Nee, der ist nicht tot, aber fast. Aber der Groß ist jetzt tot. Weißer. Die arme Frau. Da ist noch einer, ne? Komm her, du Wölfchen. Ich hab euch im Visier. Komm her. Ich hab deinen Anführer seinen Kopf und du gibst nicht auf? Okay. Puh. Okay. Dann jetzt noch schnell die Quest abgeben. Mal gucken, was wir bekommen für diesen wunderschönen Kopf. So geht's doch echt schneller, wenn ich mich so hindash. Upsala. Wenn ich nicht gegen irgendwas dash. Sorry. Hat es denn wirklich... Nö, ich werde so nicht böse. Aber ich krieg so, hier. So Erfahrungspunkte. Das ist cool. Stimmt, das habe ich schon mal entdeckt. So, kann ich mich ein bisschen hochpushen. Nein, das wollte ich nicht drücken. Egal. Na, na, na. Wo muss ich denn das jetzt abgeben? Bei diesem Typ wieder. Bei diesem, was war denn das? Der Anführer von diesem Dörfchen. Wo ist er denn? Das bestimmt, ne? Häuptling, ja. Das sieht doch so komisch aus. Ihr seid zurück. Und unverletzt. Natürlich. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Was? Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt. Von eurer Schwester. The fuck? Theresas Brief? Die Blutlinie. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Aber... Die Belohnung ist also, dass ich an der Arena kämpfen darf. Also die Belohnung fürs Kämpfen ist weiteres Kämpfen. Okay. Super. Spiel wird gespeichert. Automatisch speichern. Da. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Yep. Geht voran. Okay, jetzt will ich noch den Tipp kurz. Bitte tut nichts Illegales. Nein, ich mach nichts Illegales. Wir gucken jetzt noch schnell, was das Tor sagt. Was es haben möchte? Könnt ihr mein Antlitz mit einem Pfeil treffen? Oh, okay, mit einem Pfeil. Natürlich kann ich das. Komm her. Ich bin... Könnt ihr nicht mehr Schaden anrichten? Oh, das heißt, ich brauche eine stärkere? Könnt ihr nicht mehr... Ich brauche eine stärkere, super. Egal, du wirst sterben. Hey! Droppt der was? Nö. 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 Schade, ich will dann dem sein Schwert gern haben. Aber jetzt kostet er mich wenigstens nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt auch einen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir diesen Brief von unserer lieben Schwester lesen. Und ich frage mich echt, was da drin steht. Hey, dieses Silberverstärkung tut echt cool leuchten. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so komisch innen drin leuchtet und nicht diese Verzierung, was eh schon außenrum ist. Diese rote Verzierung. Das wäre richtig cool, wenn die leuchten würde. Nicht so der Hammer mittendrin. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.